Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive. Ich bin heute mal alleine auf dem Server. Und zwar, ich habe auch heute ein kleines Thema zu besprechen. Haben wir noch Bücher? War ich keine Bücher? Ich wollte nämlich jetzt diese Folge mal ein bisschen dazu mit verbringen, hier die Rüstung mal was ordentlich zu verzaubern. Die kann man eigentlich mal teilweise aufpäppeln. Ah, da muss ich nachher nochmal ein paar Kühe um die Ecke bringen, wie man so schön sagt. So. Ne, wir haben echt nichts mehr so gezeigt. Na gut. Dann gehen wir einfach hier so ein paar von den... Warte, gleich. Dann gehe ich aber gleich mal nachfüttern. Ja, ich wollte jetzt erstmal ein paar, wie gesagt, ein paar Level farmen. Alter, 18 Weizen, ja super. Na gut, dann schauen wir mal. Könnte sein, dass ihr mich ein bisschen besser hört oder so weiter. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt einen neuen Schreibtisch. Ich habe mein ganzes System hier komplett mal über den Haufen geworfen, wie ich es hatte, wie man es so schön nennt. Also dieses System, ne, das ist so unglaublich gewesen. Ja. Top. Das Wasser bleibt da, oder muss ich nochmal draufdrücken? Bin ich mal gespannt, ob das jetzt so was klappt. Ja, das hat geklappt, super. Ja, wie gesagt, ich habe einen neuen Schreibtisch, mein System ist über den Haufen geworfen. Also mein altes Ordnungssystem hier. Ich kann ja mal nachher mal ein Video. Ein Bild auf Twitter schicken, wie es jetzt bei mir auf dem Schreibtisch aussieht. Nein, nicht reinfallen. Bin gerade überlegen, vielleicht machen wir es doch heute so, dass wir hier unten währenddessen ein bisschen ausbauen. Level farm. Das ist, glaube ich, was Besseres. Ja, das machen wir so. Was ist hier noch drin? Perfekt Stone Bricks. Dann tun wir das einmal raus. Gut, dann gehen wir mal runter. So. Also, was habe ich denn heute zu besprechen? Was hat der Onkel Doktor jetzt schon wieder auf dem Herzen? Mir geht da etwa seit ein paar Tagen, oder er sagt seit ein paar Wochen, und zwar mit dem Beginn dieses Projekts, geht mir da etwas durch den Kopf. Und zwar, ich meine, ich kann ja per Analytics auch reinschauen, was los ist. Also ob das überhaupt jemand sich anschaut oder was beliebter war. Und da bin ich ehrlich, FTB Infinity Evolved, das ist die, also Infinity Evolved war um Längen interessanter, also das haben viel mehr Leute geschaut. Overdrive schaut jetzt vielleicht nur noch 3-4 Leute. Jetzt frage ich mich, was ist hier kaputt? Also interessiert euch Overdrive einen Haufen Dreck und so weiter? Wollt ihr jetzt lieber wieder Modpacks sehen oder liegt das jetzt an Gear? Liegt das an Crazy? Habt ihr keinen Bock? Ist doch kein Bock mehr auf Crazy oder was? Oder sind euch die Ziele hier irgendwie, keine Ahnung, abgeguckt oder was weiß ich, zu langweilig? Also ich möchte da jetzt mal ganz ehrlich mal eine ehrliche Meinung haben. Ihr könnt gerne raushauen, was euch bestürzt. Außer dass mit der letzter Zeit so wenig Folgen kamen. Dazu erkläre ich später noch was. Ja, also ich möchte es auf jeden Fall wissen. Ich will auf jeden Fall wirklich meinen Kanal ja auch am Laufen halten. Ich meine, das ist mein Hobby. Also ich bitte euch da wirklich, schreibt dieses Mal wirklich mal in die Kommentare, was los ist. Ich möchte es wissen. Ja, kommen wir mal direkt zum nächsten. Wieso gab es in letzter Zeit wieder mal zu wenig Folgen? Ich hatte ja jetzt letzte Woche Montag, hatte ich mein Probearbeiten gehabt bei der... Okay, den Namen sollte ich vielleicht jetzt nicht sagen. Das wäre ein bisschen sehr blöd. Bei einer Programmiererfirma. Ja, und die programmieren halt über das sogenannte... über SAP-Programmieren. Boah, Fliege, hau ab.
ja, wie gesagt, die programmieren über SAP. Und da habe ich mir mal die Zeit genommen danach, weil mir das so super gefallen hatte. Ich habe mir die Zeit genommen, sollte ich dann in diese Firma kommen, wo ich immer noch auf den Anruf warte, wir haben jetzt schon die nächste Woche. Wie lange sind wir schon dran? 5 Minuten, okay. Auf jeden Fall habe ich mir mal die Zeit genommen, um mich mal so ein bisschen in dieses SAP einzulesen. Und naja, das lief dann über mal die ganze Woche und ich habe da schon mal so ein paar Probeteile will ich es nicht sagen, aber ich habe da mal so ein paar Testprogrammierungen versucht, weil das Ganze beläuft auf einer Mischung, wenn ich das richtig jetzt verstanden habe, von C, also der Programmiersprache C und der Datenbankprogrammierung MySQL. Also für die Leute, die es verstehen, wissen Bescheid, für die, die es nicht verstehen können, macht nichts, ich gehe da jetzt auch nicht weiter drauf ein. So. Also das war jetzt für mich so mein Grund, warum ich die letzten Tage nicht so wirklich aufgenommen hatte. Also ich würde dann auf jeden Fall, wie ich schon eben gesagt habe, euch bitten, sag mal schnell, in die Kommentare zu schreiben, was ihr jetzt wirklich sehen wollt. Overdrive oder wieder ein Modpack? Dementsprechend werde ich mich auch danach richten. Okay. Hier kann man weg. Auf jeden Fall, wie gesagt, danach würde ich mich auch richten. Sollte es, jetzt sag ich schon mal von vornherein hier weg, sollte es jetzt dazu kommen, dass ich jetzt ein neues Projekt gibt, ein neues Modpack, wird Crazy nicht dabei sein. Das hat er mir schon gesagt, er hat keinen richtigen Lust auf einen Modpack momentan. Also da hat er jetzt die Qual der Wahl. Entweder wieder mich alleine in einem Modpack oder weiter Overdrive mit Crazy. Also ich bitte euch, wie gesagt, jetzt auch wirklich mal, ich weiß, ihr seid nicht die besten Kommentare-Schreiber und ich weiß, ich bin auch kein Kanal mit 10 hoch 12 Millionen Abonnenten, die jetzt sagt, so, alle, die cool sind, lasst ein Like nach oben und ich hab dann 7 Millionen Likes oder sowas, das ist mir bewusst, das klappt nicht. Aber ich habe ja auch noch so ein bisschen, habe ich ja wohl das Recht noch zu erfahren, was auf meinem Kanal los ist, was die Zuschauer sehen wollen und was nicht. Da habe ich ja wohl das Recht zu, oder sehe ich das jetzt komplett falsch? So, ich weiß zum Beispiel, dass so ein Speed-Digger auch gerne meine Videos schaut und auch dann mal kommentiert, aber naja, ihn sehe ich da jetzt wirklich mal nicht so als Informationsquelle an. Einfach mal alleine schon, weil er wirklich durch das Play mittlerweile einer meiner besten Freunde geworden ist. Über YouTube meine ich jetzt. Also ich habe jetzt natürlich auch noch so Freunde, die hier auch so rumlaufen, mit denen ich jeden Tag rausgehe oder sowas. Aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, so das Speed, der ist ein richtig dicker Kumpel von mir geworden. Okay. Ist das eigentlich bei euch momentan auch so schlimm mit den Fliegen? Also bei uns ist es momentan extrem. Also wirklich, du schaust einen Moment nicht hin, 7 Fliegen sind drin, gehst mit der elektrischen Fliegenklatsche einmal durchs Zimmer, denkst du, jetzt sind sie weg. Wow. Aber mich erstmal anmotzen, ich würde hier vorher schon einen Baum machen. Alles klar, Crazy. Oh, oh, das ist gerade was laut, Scheiße, ich habe ja noch den Film geschaut, verdammt. Ich hatte gestern noch einen Film geschaut, ich hatte nämlich gestern mir mal den ersten Torteil gegönnt. Ja, und hatte aus Versehen noch vergessen, die Lautstärke zurückzustellen. Ich will hoffen, dass das jetzt nicht allzu laut war. Ja. So gut. Ich kann euch dann jetzt mal was zu diesem Modpack erzählen, was ich dann in Aussicht habe. Und zwar hatte ich ja schon mal so ein paar Sachen angeteasert, würde ich es jetzt mal nennen.
Und zwar handelt es sich bei diesem Modpack um ein HQM. Und ich würde mal behaupten, es ist ein relativ unbekanntes HQM, aber auch ein verdammt großes. Würde ich jetzt mal so aalglatt behaupten. So, es ist ein... ja, technikbasiert. Also es ist auf jeden Fall Technik mit drin. Es ist auch... ich mein Magie war mit drin. Auch ein Magiemat, den ich wiedergefunden habe und sofort hassen gelernt habe. Hier, die wollte ich. So, ich bin out auf Stärsch. Ja, ein alter Technikmod, den wir gehasst haben, aber auch geliebt haben, ist dabei. Ein Mod, mit dem ich damals unbedingt arbeiten wollte, hier zu RET-Zeiten noch, oder auch hier bei diesem Projekt, was ich damals mit dem Zigurin hatte, was ich neben gern verdrängen möchte. Ja. Oh, was kann man noch dazu sagen? Ja, es ist ein, also ich werde das, man kann es auf verschiedene Weise, Arten und Weisen zocken. Man kann es halt einfach nur stinknormal, auf der stinknormalen Map zocken. Werde ich nicht machen. Ich habe nämlich Bock, das auf einer Skyblock Map zu zocken. So. Ein Kumpel von mir hatte jetzt auch gefragt, was eigentlich mit dem Livestream vom Trivolo los ist. Wir hatten ja nochmal das Infinity Evolved Expert Mode laufen. Kann ich persönlich nichts zu sagen. Also an alle, die sich jetzt auch dafür wieder interessieren, mich nicht fragen, das hängt von Trivolo ab. Es ist sein Twitch-Kanal, sein Hitbox-Kanal, sein Infinity sein Expert Mode Projekt, nennen wir es so. So. Perfekt. Eine Frage, wie kommt es nach oben? So. Ja, hier das muss... ich glaube nicht, dass wir das großartig hinkriegen. Wie support der Typ so viele Kürbis? Ich will es nicht wissen. Okay. Ich will kurz schlafen gehen und ein paar Leitern holen. So. Leitern. Top. Was ich ja auch nochmal machen könnte, machen wir mal so. Wenn ihr das neue Projekt sehen wollt, würdet ihr das nur schnell alleine sehen wollen oder mit jemandem zusammen? Fangen wir mal ganz einfach so. Weil, oh, die Nachbarschaft brennt schon wieder. Was habe ich heute mal Wohneier, Stärke und Flame. So. Ach verdammt, ich hätte gerade da oben bleiben. Ja, dann hüpfen wir nochmal rauf. Weil hier gibt es ja auch noch was wegzurumpen. 14 Minuten, okay. Es ist blöd, ich habe ja immer auf dem zweiten Bildschirm OBS stehen. Mit dem Timer und jetzt muss ich mich immer so blöd verrenken. Aber naja. Ein bisschen Frühsport tut auch gut, ne? Ich meine, wir haben jetzt gerade bei... oh, fehlt noch 10. Kann man noch unter Frühsport zählen. Geht doch klar. Ich glaube, die Hälfte aller Zuschauer denkt sich nur, was ist das denn da? Wie 10 Uhr, der denkt, es ist früh am Morgen, Frühsport.
Ich habe jetzt auch, wie gesagt, immer nochmal Square Enix angeschrieben, weil ich ja ein Spiel von denen spielen wollte. Ich habe bisher immer noch keine Antwort bekommen, ich warte immer noch. Aber dieses Spiel, was ich dann let's playen würde. Oh oh oh. Aber Gott sei Dank mal fucking. Ich habe schon gedacht, ich würde jetzt hier was kaputt machen. Ja, dieses Spiel, was ich jetzt playen würde. Würde ich mal schauen, wie es vorangeht. Und dann, wenn ich was aufgenommen habe, würde ich das erst hochladen. Einfach wegen meiner wundervollen 10 Millionen K Internetleitung. Ich glaube, ich muss da nicht mehr viel zu sagen. Ich habe mich schon oft genug darüber ausgekotzt, ne? Nein, Cleanstone. Boah, ich muss gerade ein bisschen zurück, damit tut der Rücken weh. So. Okay, das hätten wir. Machen wir doch mal so. Zack, zack, zack. Ich finde es aber teilweise echt einfach nur noch traurig, dass ich, dass meine Internetleitung im 21. Jahrhundert dafür sorgt, dass mein Hobby, oh, hier müsste ich vorsichtig sein. Dass mein Hobby im 21. Jahrhundert dafür sorgt. Ich will mal ganz kurz darauf bauen, nicht, dass ich da was gleich abbaue. Okay, gut zu wissen. Okay, dass mein Hobby im 21. Jahrhundert wegen einer zu schwachen Internetleitung nicht möglich ist, finde ich traurig. Alleine schon, weil unsere wundervolle Regierung, die sich auch an so alles schon hält. Und nein, ich habe jetzt keinen Bock, dass jetzt hier raus eine... Oh oh. Mist. Ah, da. Sich dann jetzt hier wieder. Jawohl, hier, yeah, bin ein Redstone-Profi. Naja, da unsere Regierung ja auch schon immer wieder davon spricht, alleine schon bei uns in der Stadt, ja, das Internet wird ausgebaut, freies WLAN für alle, bliblablub. Mhm. Naja. Ich sehe da so ein bisschen schwarz. Ich meine, viele von meinen Freunden haben schon eine neue Internetleitung. Es sollte eigentlich auch bei uns bald losgehen. Also die Leitung ist schon verlegt, nur noch nicht freigeschaltet. Ja, ich hoffe aber, dass sich das bald ändern wird. Weil dann mit so einem Upload von 40 Mbit die Sekunde, da lässt sich schon mal mit arbeiten. Alleine schon könnte man dann bestimmt auch mal drüber sprechen, über so den einen oder den anderen Livestream. Da könnte man bestimmt dann mal drüber sprechen. So, ich würde sagen... wo ist die Mitte? 1, 2, 3. Ja, machen wir hier so. Machen wir hier noch einen schönen Gang nach oben. Ja, also ich hoffe, ihr merkt jetzt, ich sorge mich auch um meine Community und um meinen Kanal. Also so ist es nicht, dass ihr mir einen Scheißdreck angeht. Ich meine... Ich habe ja damals auch in dieser
leicht angetrunkenen Aufnahme schon mal erwähnt. Ich habe keinen Bock, zu so einem Kanal zu mutieren, wie so ein... jetzt habe ich nichts Falsches sagen. Ist jetzt ein blödes Beispiel, finde ich. Naja, so blöd ist es eigentlich gar nicht. Hier, wie so ein Debitor-LP, der ja mittlerweile schon ganz und gar nicht mehr so klein ist. Und sich mittlerweile fast meiner Meinung nach einen Scheißdreck um seine Community schert. Also ich meine, ich war ja selbst damals ein Fan von Debitor. Also so ist es nicht, aber mittlerweile bin ich stark der Meinung, er hat sich ein bisschen stark von einigen anderen YouTubern beeinflussen lassen. So. Dann hier wieder dorthin. Ja, da wollte ich es hinhaben. Ja, muss da nur noch eine richtige Decke rein. Ja, gut. Dann habe ich das für die nächste Folge. Mache ich hier eine richtige Decke rein. Aber wie gesagt, ich bitte euch, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin nämlich da echt ein bisschen verzweifelt, würde ich es nicht nennen, aber es geht schon in die richtige Richtung. Also, bitte, schreibt mir in die Kommentare, was wollt ihr sehen? Ist Overdrive jetzt mittlerweile viel zu langweilig für euch geworden? Oder wollt ihr es weitersehen, bloß mit ein bisschen abgewandelter Form und so weiter? Oder wollt ihr doch lieber langsam das neue Modpack sehen? Ist euch Vanilla viel zu langweilig? Schreibt es in die Kommentare. Können wir auch gerne, mir fällt gerade, das ist so keine Wortstörung gerade. Ja. Wenn ihr eure Meinung jetzt nicht so direkt in den Kommentaren kundgeben wollt, könnt ihr mir auch gerne eine PN über YouTube schreiben oder auf Twitter was. Kann man auf Twitter eine persönliche Nachricht schicken? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auf Facebook bin ich erreichbar, ich bin auf YouTube erreichbar. Google Plus schaue ich zwar nicht so oft rein, bin ich aber auch erreichbar. Ihr könnt mir auch über diese Stellen eine Nachricht schicken. Ich höre da auch auf jeden Fall rein. Kann einen kleinen Moment dauern, bis ich da reinschaue. Aber ansonsten, ich schaue da rein, da könnt ihr auch darüber gerne eine Nachricht schreiben. Weil, wie gesagt, mir geht es wirklich um das Wohl meines Kanals. Also, dann würde ich sagen, denkt an den Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.